Ja, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich spreche für die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFG VK. Der Klaus stand gerade mit der Fahne hier. Und schon lange vor dem neuen Krieg haben die Machthaber unseres Landes bereits die Forderung und das Diktat der USA und NATO erfüllt. Sie erhöhten fleißig den deutschen Rüstungshaushalt. Und zwar auf 50 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind 50.000 Millionen Euro pro Jahr. Und diese Summe wird weiter erhöht. Und ihr habt ja mitbekommen, was noch alles geplant ist an zusätzlichen 100 Milliarden und so fort. Das wird sicher in den Reden erwähnt. Dieser Wahnsinn hat mit dem aktuellen Krieg nichts zu tun. Offensichtlich auch nicht mit irgendwelchen Lehren aus den Kriegen, die Deutschland nach 1945 mit vorantrieb und dabei stets am Rockzipfel der USA und des NATO-Kriegsbündnisses hing. Mit den Geldpaketen, die wir da hinten hingelegt haben, also diese Schachteln, wollen wir auf diesen ungeheuren, jährlich geplanten Steuerraub hinweisen. Schaut euch diese 50 Milliarden Euro an, die in einem Jahr verpulvert werden. Und fragt euch, ob das zum Wohle des deutschen Volkes ist. In jeder der Schachteln, die da hinten liegen, sind 1.000 Millionen Euro. Scholz, Lindner, Habeck und es zerbricht mir das Herz, Baerbock, haben in ihrem Amtseid behauptet, dass sie Schaden vom deutschen Volk wenden und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werden. Als Demokratinnen bleibt uns leider nur darüber nachzudenken, ob sie mit ihrem Rüstungs- und Militarisierungswahn, mit ihrem Waffenfanatismus und ihrer Medienhetze ihren Amtseid gebrochen haben oder nicht.